Jetzt ist es so, da ich zahle mehr Beiträge als bei der Barmer, kriege schnellere Termine beim Arzt, aber ich muss für die EGA mich selbst kümmern. Ja. Stellt sich das für mich so dar, ich zahle höhere Beiträge, als wenn ich Mitglied der Barmer wäre, als Privatpatient, bekomme zwar bessere, schnellere Termine beim Arzt, so ist es halt, aber bezogen auf die EGA habe ich sogar noch einen Nachteil. Vielleicht kann ich Ihnen da ganz kurz darauf antworten. Ich denke, es ist kein Nachteil, privatversichert zu sein und sich selbst um diese Sache kümmern zu müssen. Ich bin Barmer-Mitglied, ich bin bei LifeSensor eingeschrieben, ich habe ein 20-stelliges Passwort, was ich mittlerweile ja wieder vergessen habe, weil vorher waren es 8 Stellen, das war nicht genug, man hat es auf 20 Stellen. Ich wollte dann 100 haben, das konnte man noch nicht, das wurde mir dann mitgeteilt. Ich muss dazu sagen, wir sind kritisch, wir sind auch Produzenten einer eigenen versicherten Akte, und zwar einer kompletten Offline-Akte. Das heißt, 291 gilt für uns überhaupt nicht, weil wir nichts mit dem Internet machen, nirgendwo. Aber das kommt von der Basis. Und wir sind vor 2 Jahren hier gewesen und haben unser Produkt vorgestellt. Und keiner, aber auch nicht einer, hat uns überhaupt mal irgendwie gefragt, wie macht ihr das? Oder geschweige denn sich das mal angeschaut. Wir sind in 14 Sprachen weltweit mit Notfallakte, mit Organspendeausweis, mit Patiententestament, mit der Sammlung der Dokumente beim Arzt, auf jedem Krankenhaus, auf jedem Praxissystem handelbar. Wir haben ein Gutachten des Hessischen Datenschutzbeauftragten bekommen über die Landesärztekammer Hessen. Wir haben Löschungsfunktionen einbinden müssen zu ihrer Sache bezüglich der kompletten Akte. Der Patient hat die Datenhoheit, der Patient kann seine Daten löschen. Der Patient hat gesicherte Bereiche, in denen er sensible Akten ablegen kann, um sie nicht jedem zu präsentieren. Und es ist einfach nur ein Handling zwischen dem Patienten, der selbstverantwortlich das Ding steuert, und dem behandelnden Arzt, Krankenhaus etc. Haben Sie einen Notfall, kann das ausgelesen werden auf jedem Windows-System. Sie können es natürlich auch ausdrucken und in Papierform mitnehmen. Danke, ich wollte gleich nochmal an Frau Fischer weitergeben. Ja, ich wollte nochmal etwas zu dem Thema Gesundheitsakte sagen, weil hier der Eindruck entsteht in der Diskussion, als sei das ein fertiges Produkt. Und das ist es eben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Sondern wir bieten diese Akte an und entwickeln dann, also gemeinsam, also auch mit den Erfahrungen der Versicherten zusammen, mit der Industrie zusammen, einzelne Serviceleistungen, die über die Akte dann abgerufen werden können. Also beispielsweise jetzt ein Erinnerungssystem, ein Reminder-System für Termine oder für Impfungen, für Vorsorgen. Die Art und Weise, wie bestimmte Termine abgerufen werden können, wie also Notfalldaten abgelegt werden, wie zu einem bestimmten Krankheitsbild dann Informationen abgerufen werden können von einem Gesundheitsserver. All dies sind Dinge, die erstmal so peu à peu entwickelt werden, sodass also die Gesundheitsakte nicht ein starres Produkt ist, sondern in seinen Services, also verschiedene Angebote für die Versicherten bietet. Und wir sind noch in einer Anfangsphase, alle in Deutschland. Und darum ist es gerade wichtig, genau diese Services patientenorientiert so weiterzuentwickeln, dass auch die Versicherten sagen, ja, damit kann ich etwas anfangen. Und von daher ist es wirklich ein Entwicklungsprozess, in dem wir sind. Ich würde das gerne noch ein bisschen weiterspinnen. Wir haben ja in den vergangenen Jahren noch in vielen Gesprächen auch festgestellt, dass es für Versicherte unglaublich schwierig ist, überhaupt erstmal eine vernünftige Diagnose zu bekommen. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wenn ich jetzt einen Versicherten habe, der so eine Gesundheitsakte führt, also in dem Fall ist es ja dann eine Krankenakte, wo kriegt er eigentlich die genauen Informationen her, die da reinkommen? Er soll die Akte ja selber führen. Das heißt, er muss sich also dann die Unterlagen besorgen aus der Arztpraxis oder aus dem Krankenhaus, muss sie dann abtippen oder einscannen oder wie auch immer. Ja, das ist die Frage. Sie sagen, nee, Dr. Wartmann, das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn wir dann direkt einspeisen können. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass heute im Jahre 2009 die Patienten immer noch Schwierigkeiten haben, bei ihren Ärzten eine präzise Diagnose zu bekommen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich bin hier in Düsseldorf in der Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte. Wir haben sehr viele ältere Patienten da drin und die kommen zu uns mit der Diagnose Makula. Jeder von Ihnen kennt die Makula, völlig klar. Ja, aber was meinen die eigentlich?
meinen die jetzt die altersabhängige Makuladegeneration oder meinen die eine andere Makuladegeneration oder meinen sie jetzt die trockene Form, die feuchte Form, wie auch immer. Wir haben unseren Mitgliedern mal so kleine Ausweise angefertigt, die sie mitnehmen sollten, damit mal die präzise Diagnose eingetragen wird. Von 100 Mitgliedern haben auch 5 die präzise Diagnose bekommen, die schriftlich. Die anderen haben es nur gesagt bekommen und haben es am nächsten Tag wieder vergessen. Durchschnittsalter 80. Ich glaube, Frau Loskel hat 2 wichtige Punkte angesprochen, die ich gleich gerne erst mal an Herrn Bartmann auch weitergeben möchte. Der eine Punkt ist tatsächlich, ich glaube es nicht, dass die Bürger auf Dauer, egal mit welchem Enthusiasmus und Interesse, ihre Akte selbst befüllen werden mit allem, zumal die Informationen anderweitig verfügbar sind. Ich stelle mal dahin, die Technologie, auch wenn es noch Diskussionen um Standards und Unterschiede gibt, sie ist aber in der Lage, in einem vertretbaren Zeitraum Schnittstellen zu realisieren zwischen den Systemen. Was mich aber noch mehr interessiert wäre, unter welchen Umständen wären denn die Ärzte überhaupt bereit, diese Schnittstellen zu nutzen und Informationen aus ihren Systemen den Patienten bereitzustellen? Und die zweite Frage wäre, reicht es denn dann, den Patienten die Informationen so weiterzugeben, wie sie sie in der Arztakte im Praxissystem geführt wird? Oder muss man nicht für den Patienten vielleicht noch eine ganz andere Sprache wählen, damit er nicht nur Medizinerdeutsch in seiner Akte hat und viele Informationen überhaupt nicht weiß, was es geht? Wie sehen Sie das, Herr Bartmann? Also ich glaube, man sollte das nicht miteinander vermengen. Ja, es gibt ja gerade auch in dem Produkt von ICW, gibt es ja so die Anwendung für Profis, ja, also für Ärzte, ja, als auch dann für Patienten. Ja. Und in der Schweiz gibt es ein ganz interessantes Modell, ja, wie man diese beiden Intentionen zusammenführen kann. Ja. Ich glaube, es ist noch nicht realisiert, aber ich habe es irgendwo publiziert gehört. Ja. Also Fakt ist erstmal, dass natürlich bestimmte Informationen nur vom Arzt eingegeben werden können. Ja. Und wenn heute also ein Radiologe in einer radiologischen Praxis ja eine CD brennt, ja mit Befunden, ja, ist es für ihn natürlich ein leichtes, wahrscheinlich sogar viel leichter, ja, das Ganze zu übertragen auf ein anderes Medium. Ja. Also in diesen Hochtechnologiebereichen, auch in der Kardiologie, ist sowas praktisch schon gang und gäbe, dass man dem Patienten etwas an die Hand gibt. Ja. Und natürlich muss das Ganze standardisiert sein. Ja. Ich habe eben darauf insistiert, ja, ich muss als Arzt ja mit wenigen ja Mausklicks ja muss ich zu der Information kommen, die ich suche. Ja, es wird mir ja nichts jetzt in 5000 ja, virtuellen Seiten angeboten, sondern ich suche aus diesen 5000 Seiten die einzelne Information raus, die ich brauche. Und dazu brauchen wir natürlich Schnittstellen, ja, die mit den Praxisinformationssystemen und Krankenhausinformationssystemen kompatibel sind. Das Scheitern der kleinen Patientenakte, sage ich mal so, ja, der Notfalldaten, ja, jetzt in dem Projekt elektronische Gesundheitskarte, hat in erster Linie damit zu tun, dass das händische Übertragen aus der Praxissoftware auf die Karte ja einfach zu lange dauert, ja, und zu aufwendig ist. Ja. Sodass also, das ist die Grundvoraussetzung, dass man das fordern muss. Ja. Und ich glaube auch das Verständnis jetzt, was heißt patientengeführt? Ja, patientengeführt heißt, ein Patient bittet aktiv um das Führen einer Patientenakte. Das heißt aber nicht, dass er auch jetzt unbedingt in jedem Falle dafür sorgen muss, dass da auch was draufkommt. Ja? Sondern das, meine ich, ist schon im Selbstverständnis so, ja, dass ein Agreement sein muss mit den behandelnden Ärzten, dass sie bereit und in der Lage sind, das zu übertragen. Die Information, die ein Patient eventuell dort draufbringt, die ist für diese Suchmaschine, ja, wie ich sie fordere, ja, nicht zu verwenden. Und dann haben wir noch, es ist angesprochen worden, der E-Kiosk, ja auch das noch ein sehr schwammiger Begriff. Ja. Und da kann der Patient in der Tat auch Dinge dort übertragen lassen, die nicht jetzt vom Arzt eingetragen worden sind. Das heißt also, wir haben sozusagen eine Gemengelage von einer arztbasierten Akte, die aber vom Patienten mitverwaltet werden kann. Ja. Und nur so kann es auch funktionieren. Ja. Eine Akte, ja, die ein Patient wie heute in Papierform, ja, dem Arzt auf den Schreibtisch liegt, ja, die er überhaupt nicht richtig verwerten, lesen kann, hat natürlich nicht diesen Sinn, ja, den wir eigentlich fordern müssen. Ja, von daher ist es vielleicht ein sprachliches Missverständnis. Patientengeführt heißt, Patient ja, ist aktiv derjenige, ja, der das in die Hand nimmt, aber er ist nicht mehr derjenige, der jetzt unbedingt auch dafür sorgen muss, dass auch die Daten auf die Akte draufkommen. Herr Fuchs, darf ich vielleicht mal Herrn Fuchs direkt ansprechen, ja, dieses Modell, ja, wie man diese beiden Komponenten zusammenführt. Ja. Vielleicht können Sie das mal kurz sagen?